Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück bei Mist Survival. So, wir sind immer noch gerade im Unterweg, so ein paar Ressourcen zu akquirieren. Und wie fahre ich eigentlich hier durch diesen Wald, ey? Wie so ein Henker, aber in dem Fall eher, der sich selbst umbringt. Okay, zurück auf die Straße. Ich habe mich dazu entschlossen. Moment. Ich will hier, weil ich nicht völlig Harakiri spielen will. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt hier quasi dieses Gebiet dann doch nochmal so ein bisschen in Augenschein zu nehmen. Nochmal ein paar Dinge mitzunehmen. Materialien und Gedöns, ne? Dass wir da abgesicherter sind. Wir haben ja schließlich zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen begrenzt Ressourcen, insbesondere was Metall angeht. Und das möchte ich jetzt hier so ein bisschen bekämpfen. Auch wenn ich jetzt hier gerade eben andere Dinge noch mit mir nehme. Gucke gerade eben nochmal, wir waren gleich beim letzten Mal hier und haben nicht alles Benzin mitnehmen können. Wenn ich mich recht erinnere, aber das kann natürlich auch gerade eben so ein kleiner Irrtum sein. Also, die letzte Aufnahmesession ist halt schon eine Weile her. So, Moment, wo wir gerade eben dabei sind, ist schon eine Weile her. Es ist eine Weile her, dass ich hier Kontakt mit freundlichen Menschen hatte und deswegen zücke ich jetzt hier auch schon mal die Knarre. Der letzte Kontakt mit Menschen in diesem Spiel war bedingt positiv. Sind das da drüben Menschen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht den Eindruck. Mal vorsichtig. Was ist denn das da? Das kommt mir gerade sehr, sehr komisch vor. Kann man das kaputt machen? Nö. Klingt wie so ein Fels, auf den man einprügelt. Zur Hölle bist du denn? Der Moment, wo man nicht damit rechnet, dass man was findet? Was ist das hier? Entweder eine Bunker oder eine Kanal. Also es sieht mir eher aus wie eine Bunkeranlage. Musik hört einfach auf. Ah, okay. Es war gerade voll gruselig. Wenn mal die Geräusche aufhören. Okay. Hier kann ich nichts machen, mit nichts interagieren. Ich würde gerne auf diesen Knopf drücken, aber das sieht so aus, als ob das hier irgendetwas wäre, was noch nicht ganz fertig ist. Kann ich da noch irgendwie interagieren? Nö. Okay, wir haben was Interessantes gefunden, was wahrscheinlich noch Zukunftsmusik ist. So viel dazu. Ein Menschen rum, ich habe es gerade gesehen. Ja, da sind Menschen. Okay, wisst ihr was? Wie gesagt, vor Zombies habe ich in diesem Spiel wenig Respekt, vor den Menschen schon, weil die können schießen. Ich habe auch gesehen, dass die teilweise Menschen erschießen können. Also ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, unfassbares Glück. Boah! Sag mal! Okay, der hat uns echt übel getroffen. Scheibenkleister. Kommt da noch irgendwas? Oh, fuck. Ja, das war ja jetzt nicht so der Burner. Wir wurden angeschossen. Wir sind ernsthaft verletzt. Okay, also so wie es aussieht, hatten wir damals einfach nur Luck. Noch einer. Mehrere. Wir haben es aber anscheinend irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, haben die den Knall nicht gehört. Und ich anscheinend gerade eben auch nicht, weil ich da jetzt ranschleiche wie so ein Irrer. Wenn die wenigstens mal Muni dabei hätten. Man lehnt sich hier mit Tee. By the way. Nicht so mit den üblichen Buttons. Wie E. Müsste ich vielleicht nochmal umstellen. Ich denke, es wäre sinnvoll, gezielte Headshots zu verteilen. Wo sind diese Typen? Da vorne ist einer. Da.
schlendert da so rum. Und hier, oh, als ob ihm der Laden gehören würde. Okay, wir gehen mal näher ran. Aus der Nähe können wir tendenziell ihre Headshots verteilen. Mindestens zwei. Wenn man nicht rein, scheiße. Und zurück. Keine Ahnung, wie weit die sehen können. Okay. Also ich hab's mit den Headshots gerade eben definitiv nicht so drauf. Aber die reagieren nicht so wirklich anscheinend, wenn man ihre Kollegen abschießt. Ich weiß nicht, was damals. Oh Gott, es nebelt. Oh Scheiße. Möchte hier nicht bleiben. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Nebel in der jetzigen Situation kann ich nicht brauchen. Es wird schlimmer, bevor es besser wird. Hihi. Das war unser Auto. Mit dem werden wir jetzt rumfahren. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl, ehrlich gesagt, bei dem Nebel jetzt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Nebel eventuell sich jetzt auch anders verhält für uns. Aber wir werden es rausfinden. Muss jetzt eigentlich nur irgendwie runterwärts in den Wald. Da unten wohnen wir nämlich schon. Oje, oje, oje. Wo ist unser Häuschen? Wo ist unser Häuschen? Jetzt ist der Nebel offiziell an. Vielleicht sollte ich lieber auf der Straße bleiben jetzt. Wo ich schneller bin als die Zomboloiden. Okay. Also momentan sehe ich noch keine Zombies. Ich wollte schnell zum Häuschen und das habe ich jetzt davon. Bin ich mich gar nicht beim Häuschen. Oh, das Geräusch, ey, wie ich es hasse. Ich probier jetzt mal mein Glück da runter. Nein! Ja, nicht kaputt, Auto. Ich würde es persönlich nehmen. Das ist unsere Bude. Jetzt ist alles friedlich. Ich habe auch gelernt, durch Zugucken, dass man definitiv keine Sneak Kills machen sollte, wenn man am Arm verletzt ist. Das reißt die Wunde wieder auf. Also wir sind gerade eben wirklich ein bisschen in einer unangenehmen Lage. Sagen wir mal so. Vor allem sind wir auch Lebenspunkte technisch angeschlagen. Wir müssen jetzt nichts riskieren. Wir haben niemandem etwas zu beweisen, außer unserem eigenen Leben. Und zwar, dass wir es gut finden. Aber was mir gerade eben definitiv auffällt ist. Ah, nee, doch, da drüben ist einer. Ich wollte gerade eben sagen, dass es einen Bug gibt anscheinend, dass die dann hier nicht spawnen. Aber anscheinend spawnen die schon, aber sie spawnen anscheinend ganz langsam in der Umgebung des Spielers. Kann es aber auch sein, dass sie vielleicht nur dort spawnen, wo man sein Haus designiert hat? Das würde nämlich erklären, warum wir nämlich bei dieser einen allerersten Nebelfahrt, warum wir da unten beim Hof keinem Zombie begegnet sind. Also ich sag mal so, eine gewisse Gruseligkeit hat das ja definitiv wieder hier rumschleicht, der Typ. Und das ist jetzt umso gruseliger, wenn man angeschlagen ist, so wie ich. Ganz im Ernst, ich möchte diesen Zaun haben. Ich möchte
Definitiv diese Mauer bauen. Ha, bitte nicht so zitieren. Also man kann auf jeden Fall eins sagen, die Typen haben definitiv einen krassen Haltungsschaden. Der Nebel scheint nicht gut für die Wirbelsäule zu sein. Immer noch unser episch geparktes Auto da drüben. Der geht sich das gerade eben jetzt mal angucken. Na. Er ist selber fasziniert darüber, wie man ein Auto so hinstellen kann. Ah, mich nervt das jetzt gerade eben. Also wir haben gerade eben gelernt, Menschen gefährlich. Menschen sehr gefährlich. Menschen tun Aua. Ich brauche da definitiv eine andere Ausrüstungssituation, um mich mit denen anzulegen. Pistole ist für solche Distanzen, wie wir gerade eben gelernt haben, nicht adäquat. Aber wir haben ohnehin. Oh, warte mal. Da hat er noch ein bisschen Munition fürs Gewehr. Wir haben da auch Pfeile drin. Die ich glaube ich woanders ursprünglich jetzt gelagert habe. Ja, genau, da oben. Da habe ich die Pfeile drin. Ich versuche gerade eben einfach die Tatsache zu ignorieren, dass da draußen Zombies rumlaufen. Oh, nochmal eine Wasserflasche, bloß leider fast nichts drin. Bärenfleisch. Hält noch ein paar Tage vor. Flaschen habe ich inzwischen jetzt draußen gelagert. Ne? Da komme ich ja gerade spitzenmäßig ran. Da haben wir noch mal ein bisschen Wasser. Möchte ich auf jeden Fall in naher Zukunft noch. Na, ich dachte gerade, eben schon ist er vorbei. Wobei er hört tatsächlich auf. Man sieht es schon. Erlichtet sich der Nebel. Er lichtet sich. Ich höre zwar noch das Geräusch und solange das Geräusch existiert, sind die Zombies unterwegs und gefährlich. Aber das hält jetzt nicht mehr lange an. Gut, wir sind angeschlagen, aber wir haben auch einiges an Zeug zusammengesammelt. Ist jetzt rum? Ja, ist rum. Das heißt, wir können tatsächlich bauen. Und ganz im Ernst, ich möchte bauen. Ich möchte sowas von bauen. Aber zuerst einmal baue ich jetzt hier diesen komischen Ding fertig. Einen Schrank. Denn ich möchte diesen Schrank nutzen. Da haben wir auch noch. Eine Menge Streichhölzer haben wir da noch. Bretter haben wir noch ein paar. Daraus kann man sich Bretter zusammenkleben. Ich weiß inzwischen auch übrigens, dass man irgendwie NPCs befreien kann. Deswegen wollte ich gucken, ob man die diese Brechstange reparieren kann. Das ist ja leider kaputt. Die muss man nämlich irgendwie befreien. Also ich habe mich jetzt schon ordentlich selbst gespoilert, so nach meiner ersten Erfahrung. Stimmt, und dafür braucht man Alkohol. Wir sollten dringend zuschauen. Ach, warte mal, ich muss das ja einschmelzen. Wie viel bekomme ich? 4. Ich glaube, das reicht sogar schon, ne? Für Uno. Ja, genau, für ein Gier. Wir wollen nicht zu gierig werden. Ha, ha. Dann. Was? Ich mache das jetzt hier so. Den Klabberadatsch da rein, rein, rein. Ey, das passt genau. Mega. Mega gut. Das gefällt mir. Dann haben wir hier noch eine Chipkarte. Ich kann noch ein paar Streichhölzer hier lagern, oder? Nee, das wäre doof. Ich will keine Redundanz. Zumindest keine sinnlose Redundanz. Das hier sollte ja eigentlich nur der Werkzeugkasten sein, aber who cares? Packen wir jetzt mal Sachen rein. Also wir räumen es erstmal aus und dann können wir mal gucken, was wir aus diesen ganzen Holzstämmen bauen. Ich möchte diese mega große Anlage bauen. Das nehmen wir noch, das da, genau, Munition kommt ins Haus. Die Säge brauchen wir draußen definitiv auch nicht. Den Benzinkanister lasse ich jetzt auch mal hier. So, wo hatten wir das Zeug nochmal? Ja, genau, das wollte ich nämlich alles auch nochmal irgendwo anders hinbringen. Das ist irgendwie nur so halb nützlich hier drin. Halb. Bin noch kein Freund für diesen Schubladen. Oh. Da haben wir noch so einen Motor drin.
guten alten Schubladenmotoren. Da sieht man mal quasi, wie die Technologie sie voranschreitet. Ne? Die Dinger haben inzwischen Handygröße. Da kommt noch ein bisschen. Wenn wir einmal, wenn wir noch ein einziges Mal ein Sturmgewehr finden, ey, dann haben wir ausgesorgt. Im Vergleich zu allem anderen. Das ist die einzige Munition, die wir wirklich doch ja, auf Vorrat haben. So, das, dann haben wir das jetzt hier auch. Wo habe ich denn. Wo habe ich denn. Da, Salz, genau. Oh, Holz. Ich lagere Äste in der Küche. Wer nicht? Also nochmal Salz. Ach Gott. Ich fange jetzt mal so langsam aber sicher an, hier auch mal so eine halbwegs unlogische Logik aufzubauen. So wie sie das gehört. Das Zeug hier, wie gesagt, kommt auch noch draußen. Wo habe ich denn jetzt hier das Nähzeug? Den Zucker soll ich ja nicht draußen lagern. Nachdem ich jetzt ja jetzt auch weiß, dass man damit Alkohol herstellen kann. Ja, man lernt nie aus. Alkohol destillieren, das coole Zeug. So, demnach sind wir jetzt eigentlich auch bald schon am Ende von der Folge, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir werden nun hier den antifaschistischen Schutzwall gegen die Zomboloiden hier planen. Und wo ist er denn hier? Antifaschistisch deswegen, weil wir wollen gegen ihren Faschismus uns auszulöschen quasi vorgehen und gleichzeitig auch selber nicht zum Faschist werden, um sie umbringen zu müssen. Versteht ihr? Das ist ein Schutzwall des Friedens, den ich jetzt hier plane. Er soll das Ganze hier einfrieden. Deswegen nennt man das auch so. Sag mal, wo ist denn jetzt der Scheiß? Ich hatte doch irgendwo diese Zäune. Konnte man. Warte mal, hier. Da! No ladder with ladder. Main Gate. Brauch ja auch nur eine Myriade Zeug. Willkommen bei Ark. Heiliges Kanonenrohr. Das ist ja mal gar nicht übertrieben, oder? Ich weiß, ich denke, ich muss das Auto ganz, ganz kurz mal umparken. Weil ich will das Auto natürlich irgendwie mit drin haben. So, stopp. Kann ich das an das hier irgendwie anschließen? Ich will ja jetzt hier nicht irgendwie so einen 5-Kilometer-Zaun bis zur mexikanischen Grenze bauen. Ha, ha, um es mal ganz, ganz böse zu sagen. Definitiv nicht. Ich plane nicht so einen solchen Wall. Wo haben wir es denn? Das war hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Wooden Wall with Ladder mache. Ist schon ein bisschen megalomanisch. Nur ein bisschen. Kann man mal machen. Kann man vielleicht sogar noch auf das Dach von dem Ding rumlaufen. Aber kann ich das jetzt hier irgendwie bauen oder so? Nee, ich brauche dafür, glaube ich, jetzt hier diese Teile, ne? Dann werde ich die auch mal los. Bäume haben wir genug, daraus können wir auch Bretter machen. Wir machen mal das in den ersten hier. Also das ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Dann brauchen wir 12.000 Nägel. 12.000 haben wir jetzt nicht mehr unbedingt, aber ein paar. Das ist jetzt so unser Lebensprojekt, wisst ihr. Wir werden einfach eine Weile damit beschäftigt sein, das zu tun. Was wollte ich noch mitnehmen? Ja genau, das Zeug brauchen wir davon auch noch. Affig. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich mir damit gerade eben einen Gefallen tue, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es kommt mir übertrieben vor. Halt, weiß ich nicht, warum ich da reingucken wollte. Säge. Nachdem ich schon eine hatte. Schon Profi, der Typ, ne? So, und, wir bauen jetzt das Zeug da rein, das Zeug da rein. Boah, was kostet denn so ein Nagel? In der Herstellung. Hä? Ne, Nägel bauen. Ach ne, warte mal, das muss ich wahrscheinlich hier bauen, oder? Boah, das geht. 16 Stück, das ist ehrlich gesagt gar nicht so. Ja, das ist das, wo man das hier quasi den Leuten sagen kann, dass sie es machen sollen. Das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so krass teuer. Kloppen da jetzt Nägel rein.
Und jetzt gibt es nur noch ein bisschen Holz dann mitzumachen. Warte mal, wie viel Holz? 10 brauchen wir dafür noch. So, wisst ihr was? Wie gesagt, das machen wir heute noch. Wir speichern das ganz, ganz kurz mal. Einfach nur, falls jetzt, dass jetzt hier nicht irgendwie ein Scheiß passiert. Zersägen jetzt da. 2, 3. Ja, 2 Stück. Aber ich mache das irgendwie vorsichtshalber drin. Ich weiß nicht. So. Kauernd in der Ecke. Säge ich jetzt heimlich mein Zeug. Dann weiß ich nicht, was passiert. Egal, guck mal. Ich werde hier wahrscheinlich gleich bei dem Versuch halb verdursten. Deswegen muss ich jetzt auch abbrechen. Wir haben es aber schon mitten in der Nacht. Wir werden noch mal schnell was essen. Den essen wir direkt aus dem Schrank raus, ohne ihn in die Hand zu nehmen. Und dann trinken wir auch noch ordentlich. Da habe ich immerhin 7 von den Brettern. Das Lustige ist, ein Brett brauche ich auf jeden Fall noch. Und das Geile ist, weil ich abgebrochen habe, habe ich mir damit 3 Bretter. Nee. Ich habe alle Bretter kaputt gemacht. Alle. Ist das bescheuert? Der hat sogar das kaputt gemacht, was ich de facto eigentlich gar nicht hätte zersägen müssen. Das ist ja mal echt geil. Also darauf komme ich gerade eben nicht so ganz klar. Ja, was soll's. Wir nehmen jetzt erstmal das Zeug hier. Da haben wir 4 Stück. Machen den Typen. So, und dann, dass wir wenigstens eine Sache heute fertig gemacht haben. Machen wir jetzt hier Lüsschranke fertig. Wunderbar. Sicherheitsschrank ist fertig. Machen wir nochmal Licht an. Der. Setze ich mich da hin. Das da noch. Das Gute ist, dass halt genügend Holz um uns herum existiert. So. Und jetzt können wir den noch fertig machen. Und der hat mich auch ziemlich fertig gemacht. Geilo! Nochmal hoch. Wie das jetzt hier sich für mich darstellt. Der ist voll cool. Gefällt mir. Gefällt mir super gut, Leute. Kann ich da drauf rumlaufen oder falle ich durch? Hey, geil! Der Plan funktioniert, komme ich auch wieder zurück. Yeah. Also gut, liebe Leute, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüssi und die.